Also es ist auch schon, wie du sagst, mit dem Snipe und Vorteil, um es vielleicht mal den Leuten, die Halo nicht kennen, und zwar ist es, die Waffen spawnen auf der Map. Also jeder hat, das ist das Gute, jeder hat von Anfang an die gleichen Bedingungen. Jeder Sta egal wer, egal, jeder hat von Anfang an die gleichen Bedingungen und du musst dir die Vorteile erspielen, du musst sie dir erarbeiten, du musst wissen, wo die Waffen sind, du musst wissen, wann sie spawnen, weil zum Beispiel eine Snipe spawnt 2 Minuten, nachdem sie gespawnt ist. Vor allen Dingen musst du auch damit umgehen können. Also das bringt nichts. Wenn du als Erster bei der Snipe bist, kannst du aber damit nicht umgehen. Das ist nicht wie ein MW3. Du hebst dich Snipe auf und machst einen Quickscope da und einen Quickscope hier. So funktioniert das nicht. Also das fand ich auch das Geile in in Halo. Das wirklich Leute, die gut mit einem Sniper umgehen können, auch mit einer Snipe ihre Kills machen. Das ist, wenn Noob das Ding aufhebt, so, dann kommt er damit auch nicht weiter, nur weil er einen Sniper hat. Und das war das Geile. Ja, und du musst es halt auch also viele sagen ja immer, es ist so leicht, in Halo zu snipen, weil halt die Schüsse, das ist halt das Gute, in Halo gehen die Schüsse halt auch dahin, wo du hinschießt. Da gibt es ja kein Richtig. Waffenverziehen oder so und das macht halt Ja. auch so viel aus, weil man halt auch so viel Leben hat. Ich meine, mit der BR hat man 4 Schüsse in den Kopf ausgehalten, Ja. ist dann erst gestorben und, aber selbst das No-Scopen geht ja mit der Snipe kerzengerade, aber Ja. es ist halt einfach Du so musst es halt drauf haben. durch dieses Movement und so, die ganzen Jumps in Halo und so weiter, es ist halt. Und in Call of Duty, weißt du, er startet halt der mit der Snipe, der startet mit der FMG, der startet mit der Striker und dann hast du auf manche Distanzen hast du halt Vorteile, auf manche Nachteile oder sowas, ist irgendwie Schwachsinn, Ja, also ist so. das ist wirklich, also wenn ein Zweikämpfe bekommst, dann ist es wirklich wie ein Griff in die Wundertüte. Und allein schon diese Unterschiede von den ganzen Setups. Also ich kann eine Klasse erstellen, wo ich auf Distanz sehr gut bin, aber im Nahkampf bin ich voll der Low so. Wenn dann ein Gegner kommt, der sein ganzes Setup irgendwie auf Nahkampf eingestellt hat. Allein diese Unterschiede, weißt du? Von den ganzen Perks und von den ganzen Waffenaufsätzen und hast du nicht gesehen? Wenn man dann auf Leute dann trifft, so denkt man sich, okay, der hat jetzt das Duell gewonnen, weil er hier Rapid Fire drin hat mit, keine Ahnung, MP7 oder so. Und ich stehe hier mit meiner, weiß ich nicht, ACR und Meisterschütze, was weiß ich für ein Scheiß. Also ich könnte wirklich auf das ganze Gedöns verzichten, dass jeder da einen Perk braucht und hier eine Todesserie und Waffenzusätze und diese ganzen Bullshit könnten die sich echt sparen, so, dass wirklich jeder die gleiche Waffe hat. Okay, nicht die gleiche Waffe, aber So eine Auswahl, so. dass man so eine fertige Auswahl hat und Perks komplett rausschneiden, die ganzen Waffenfertigkeiten. Ich meine, das war das Geile bei starken Waffen früher. Also, wenn ich Counter-Strike gespielt habe, ich habe ja auf der Xbox Counter-Strike gespielt, gab es ja damals. Und da war es wirklich so, die AK war wirklich brutal stark. Allerdings musste man damit auch umgehen können. Also, die hat unglaublich verzogen und man konnte einfach nicht draufrotten. Die war stark. Aber man musste damit umgehen können. Das heißt, wenn du irgendeinen Bob die AK in die Hand gerückt hast, dann hat er gar nichts damit gerissen. Weil du wirklich hier diese Single- und Burst-Shots machen musst. Und das ist jetzt komplett in MW3 sowas von aufgehoben. Also, wenn du eine starke Waffe hast, dann ist die Waffe erstmal stark. Und dann kannst du dir noch eine Waffenfertigkeit, also wenn die Waffe verzieht, zum Beispiel die AK oder so, machst du dir noch Kick oben drauf. Im besten Fall noch als Perk Steady Aim. Dann schießt du wirklich mit einer brutal starken Waffe, kerzengerade, wie du schon sagst, geradeaus. Und weißt du, dann, das ist sowas von einfach gemacht. Und es. Das ist halt wie Schere, Stein, Papier. Das ist halt, Ja, genau. ich meine klar, man kann, wenn man besser ist, wenn man so ein bisschen Übung hat, dann, ich meine klar, das sieht man ja, wie du zum Beispiel die MOBs raushaust oder so. Es ist halt so, aber ich habe ja schon öfter mit dir gespielt und es klappt halt auch nicht immer, weißt du? Und das darf einfach nicht sein, dass man gegen Schlechtere verliert. Das ist
dumm einfach nur. Und ich frage mich ja, ich habe mich ja damit abgefunden in Call of Duty, aber wieso gibt's da nicht Möglichkeiten? Man kann ja mal Playlists machen, weißt du, so in Black Ops gab es ja die MLG-Playlist, 1:1 gab es ja, da war dann, oder das, wo Ghost und Second Chance verboten war oder so. Sowas ist halt schon die richtige Richtung. Ich meine, eine Playlist zu machen ist denke ich mal, nicht die Welt für die Macher, oder? Keine Ahnung, ich denke mal nicht. Und ja, es ist halt schade, dass man keine Möglichkeiten hat. Ich meine, klar, die Playlist wird dann nicht von vielen gespielt und dann spielt man auch mal gegen bessere. Und ja, wobei ich in Call of Duty eigentlich auch gegen Noob spielen will. Das ist halt ja, in Call of Duty ist das so, wirklich, da kann jeder jeden killen. Also, du kannst da jemanden reinstellen, der wirklich Weltmeisterschaften spielt mit Counter-Strike oder was weiß ich, und der einfach übelste Skill hat, und du kannst da einen reinstellen, der wirklich seit einer Woche spielt oder so. Das darf nicht sein, dass der seit einer Woche irgendwie Shooter spielt, dass der hier das Monster einfach mal so wegrotzen kann. Das ja. Darf einfach nicht sein, das ist einfach, das geht gar nicht. Ohne Witz. Und ja, es ist zwar zum Beispiel auch in Halo kann es ja auch passieren, aber dann ist es halt echt durch sowas wie, ja, wenn mehrere auf einen gehen oder so, aber es ist halt echt, so im normalen Fall, so One-on-One oder so, gewinnt ja. Einfach, das gewinnt einfach immer der Bessere, immer der mit dem besseren Aiming und so weiter. Das ist ja. Halt ja, ich will auch gar nicht irgendwie Flame Battle Dingsbums starten gegen das Spiel. Also, Call of Duty hat sich jetzt mit MW3 richtig, also die haben sich komplett positioniert als wirklich ein Shooter-Spiel für die breite Masse. Also die haben komplett zugegeben, dass es wirklich nur für die breite Masse ist und dass es wirklich für Leute sind, für das Spiel für Leute ist, die wirklich nur ab und zu mal hier ein paar Kills machen wollen. Finde ich auch nicht so schlimm jetzt. Also wenn man wirklich drüber nachdenkt, ich finde es okay, dass es so ein Spiel gibt. Und das macht die ganze Community noch ein bisschen größer. Allerdings fehlt mir persönlich die Vielfalt bei Shootern. Also früher war es so, vor 6, 7 Jahren, also man hatte wirklich eine große Palette an Spielen, an Shootern, die wirklich gut waren. Und man konnte halt immer ausweichen. Also entweder hast du Rainbow Six gespielt oder du hast Counter-Strike gespielt oder hast Halo gespielt. Aber momentan ist wirklich, also Battlefield ist überhaupt nichts für mich. Für mich auch nicht. Ich weiß nicht warum, aber ist nicht mein Ding. Und dann gibt es wirklich nur noch MW3. Halo 3 gibt es ja noch online und Halo Reach. Ja. Ist nicht, ja. Da bist du zu faul. Ja, ich habe auch nicht, keine Ahnung, ich zock zwar jeden Morgen, aber dann muss es halt schnell gehen und ich habe mich jetzt so eingelebt. Und es gibt auch Runden, die wirklich Spaß machen. Ist nicht so, dass MW3 so komplett beschissen ist. Also es gibt momentan nur noch, habe ich echt nur noch Probleme mit Verbindungsproblemen, dass nicht jeder die gleiche Leitung hat. Das fuckt mich momentan am meisten ab. Und diesen ganzen anderen Schrott hier, Todesserien und Supporter-Streaks und die overpowerten Waffen oder was weiß der Geier. Das ist gar nicht mehr so das Ding. Also mich stört momentan nur wirklich, dass es in jeder Runde, die ich spiele, Leute gibt, keine Ahnung, ob die mit 4 Geschwistern gleichzeitig hier online sind und die Verbindung so abgekackt ist. Keine Ahnung, aber es gibt wirklich Leute, da kannst du drauf schießen. Ich weiß auch direkt, okay, der stirbt nicht. Und das macht einem so den Spielspaß kaputt. Das ist unglaublich. Echt. Die Leute sind so schlecht. Und vor allem, wenn du dann noch das Aiming siehst. Das ja. Ich gucke mir generell Killcams an, weil ich dann gucken will, okay, wie hat er gespielt? Hat er Vorsicht, von seinem Platz weiter zu bewegen oder nicht? Oder chillt er da und findet er das da witzig, da rumzusitzen oder so? Ich gucke mir das schon an. Und wenn ich sehe, dass jemand in der Killcam erstmal auf den Boden streut, die Waffe, und dann irgendwann in den Himmel guckt und in den Himmel streut, und dann trifft mich eine Kugel von ihm wirklich so wahlweise.
Sie gibt mir direkt den Headshot und ich sehe mich in der Killcam, wie ich voll auf ihn reinrotze und nichts passiert. Er nicht mal hier den Red Screen kriegt. Das regt am meisten auf. Es Ist halt. sind auch meistens Deutsche. Ich weiß nicht warum, aber meistens habe ich mit Leuten aus Deutschland die meisten Verbindungsprobleme. Franzosen natürlich auch. Ja. Das ist halt. Generell Deutsche. Vor allem das mit der Verbindung ist auch so. Keine Ahnung, ich fand damals. Also, ich finde jetzt eine MW3 in das Reaper ist schon so schlimm wie teilweise zwei Striche in MW2. Ja, Also du triffst nichts mehr. Es ist gar richtig nichts. komisch. Das ist. Gar nichts. Also ich weiß von MW2, dass ich, es gab wirklich Runden, wo ich nur ein Bar hatte, also eine rote Leitung, und wirklich genauso abgehen konnte wie jetzt in manchen Runden MW3, wo ich volle Connection habe. So. Deswegen, also wenn ihr in MW3 in eine Lobby kommt, wo ihr wirklich nur drei Bar habt, direkt raus. Gar nicht lange versuchen, direkt raus aus der Lobby und neu suchen. Scheißt auf die eine Niederlage da, weil das bringt es nicht, euch da am Ende noch aufzuregen oder so. Ja, MW2 war sowieso. Ich frage mich echt, wieso du noch MW3 spielst. Das ist so Gruppenzwang, ne? Gruppenzwang. Ja, das ist Gruppenzwang und wie gesagt, also einmal im Monat macht MW3 auf jeden Fall Spaß. Man muss nur diesen einen Tag erwischen, so, wo die Leitung gut ist und wo wirklich auch jeder, weil den einen Tag im Monat, den gibt es wirklich. Ich weiß nicht, wann der immer ist, aber ich spiele wirklich auf diesen einen Tag, wo wirklich die Leitung bombig ist. Also ich komme morgens rein und dann geht es wirklich bam, 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 Schlag auf Schlag. Und da fliegen die Mobs und die hier. ACs. ACs und Arme und Beine fliegen durch die Gegend. Weiß nicht, Geht's also richtig zur Sache. selbst wenn es gut läuft, irgendwie macht es mir trotzdem. Da gibt es dann immer wieder diesen einen Moment. Ja. Diesen. Oh, wenn dann einfach dieser. Oh, zum Beispiel die Spawn. So oft ist es einfach so, dass mich ein Spawn komplett aufregt. Also ich habe oft keinen Bock mehr, wenn einfach so ein richtiger Bastard-Spawn einfach da war. Ich weiß es nicht. So ein richtiges. Du killst ihn. Und er spawnt so, keine Ahnung, ja, du kennst es ja mit so, keine Ahnung, so um eine Ecke, so, wo er einfach nur einen Schritt nach rechts machen muss und hatte ich dann oder so. Es ist halt. Ja, das Witzigste ist immer bei Interchange, wenn man Domination spielt. Also ich kenne es wirklich aus Erfahrung, dass manchmal spiele ich im Team, also wir sind zu sechst und wollen endlich den A-Spawn unter Kontrolle kriegen, also dass die Leute bei A spawnen. Und da ist ein Random immer dabei, also ein Typ, der nichts mit uns zu tun hat und dem Spiel gejoint ist, der rennt permanent bei A rein und sobald dann ein Fuß irgendwie in Richtung A gesetzt hat, werden die Leute automatisch bei C gespawnt. Automatisch, wirklich. Der braucht nur in die Richtung gucken oder so. Und das ist so frustrierend, wenn man die ganze Zeit versucht hat, die Leute da reinzusetzen, dass sie da nicht mehr rauskommen. Und mir ist letztens was Witziges passiert, weil ich habe immer dieses Problem, gerade bei Interchange, wenn ich die da festnageln will in ihrem Spawn, funktioniert es nicht, weil die sofort dann bei C gespawnt werden. Ich hatte mal das Vergnügen, dass ich mit einem Kumpel, zusammen haben wir Interchange gespielt, und da waren wir auch im A-Spawn drin, sind mit dem Spiel gejoint. Und ja, ganz normal weitergespielt und irgendwann war ein Reaper in der Luft und ein Cobra war in der Luft und das ging mir so auf den Sack. Bin ich bei A gespawnt, hab meine Heli-Klasse genommen und wollte mit der Stinger den scheiß Reaper vom Himmel holen und die Cobra. Ich hol gerade die Stinger raus und werd abgeknallt von zwei Typen, die auf der A-Flagge oben drauf sitzen. Ey, und dann habe ich wieder Spawn gedrückt. Ich dachte mir, okay, die hat bestimmt schon einer geholt. Visier wieder die scheiß Cobra an. Werd wieder geholt. Anschließend noch ein drittes und viertes Mal. Und ich werd wirklich 2 Meter neben den Leuten gespawnt, während die auf meiner A-Flagge sitzen.
Das hat mir dann den Rest gegeben, weißt du? Weil wenn ich genau weiß, wenn ich draußen vor A stehe und die Leute dann in A halten will, dann geht's nicht. Aber ich werde viermal hintereinander von Leuten geholt, die bei der A-Flagge oben drauf sitzen. Und dann frage ich mich nur, was hat das für einen Sinn? Was ist das für ein Bullshit? Warum werde ich nicht bei C gespawnt? Das sind einfach so Dinge, die dann wirklich abkotzen und dann geht die Xbox auch ganz schnell zu.